Im Rahmen des Nordis Outdoor Testcamps 2020 testen wir verschiedene Produkte von skandinavischen Ausrüstern. Hier vor uns liegen haben wir jetzt, wie ich es sagen würde, einfach ein Merino Longsleeve der Marke Dewold. Kommt aus Norwegen. Ich denke aber auch mal hier kann der Christopher ein bisschen mehr zu dem Produkt erzählen. Ja, also das ist ein sehr leichtes Merino Wollshirt. Das hat 190 Gramm pro Quadratmeter, was nicht so viel ist. Merino-Wolle ist klar angenehm zu tragen, hat den großen Vorteil, dass es auch nicht zum Miefen anfängt, wie jetzt Baumwollklamotten etc. Und einfach auch den Schweiß besser abtransportiert. Das Ganze wird der Jörn ausgiebig testen und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ich lasse dich überraschen. Ein weiteres Produkt, das wir im Rahmen des Nordis Outdoor Testcamps 2020 getestet haben, kommt von der norwegischen Firma Dewold. Und zwar geht es um diesen Base Layer, hundertprozentig aus Merino-Wolle. Base Layer heißt eigentlich, dass man es direkt auf der Haut trägt und darüber dann verschiedene andere Schichten tragen kann. Bevor der Christopher gleich was zu den technischen Details nochmal erzählt, kurzes Fazit meinerseits, weil ich habe es die letzten Tage auch getragen. Wir hatten vom Klima her, es waren stellenweise 10 bis 12 Grad, es waren aber auch mal bis 17, 18 Grad, es hat geregnet. Ich habe es direkt auf der Haut getragen, wie es empfohlen wird, als Base Layer und darüber eine Softshelljacke einer anderen skandinavischen Outdoor-Marke. Ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von. Natürlich schwitzt man viel bei körperlichen Anstrengungen. Merino-Wolle hat aber den Vorteil, dass die Feuchtigkeit vom Körper weggetragen wird. Wenn man es dann auch lüften oder trocknen möchte, geht das relativ zügig. Und anders als Baumwolle, man riecht halt nicht so streng danach, wenn man jetzt mehrere Stunden oder 2 Tage ohne zu duschen hier mit unterwegs ist. Also vom Tragekomfort direkt auf der Haut sehr angenehm, sehr leicht. Und hat auch sehr, sehr warm gehalten. Also das ist meine Meinung jetzt dazu. Und was der Christopher sagt, hören wir jetzt. Ja, du hast eigentlich schon das meiste gesagt. Ich meine, ist ein Kleidungsstück. Was wir halt hier haben beim Material, also wie gesagt, das ist Merino-Wolle 100% vom Gewicht her, also von der Dicke her ist es so, das sind 190 Gramm pro Quadratmeter quasi, was also ein Quadratmeter Stoff von dem Material wiegt 190 Gramm. Ist nicht viel. Und wenn wir jetzt mal 190 Gramm von also ein Baumwoll-T-Shirt liegt, das ist schon ein anderes Gewicht. Ja, wir haben hier unten im Achselbereich haben wir nochmal spezielle Lüftungen, die einfach nochmal ein bisschen unter der Achsel, wo doch viel Hitze entsteht, das Ganze luftiger und angenehmer machen, die ganze Hitze ein bisschen abtransportieren. Merino-Wolle ist, wie gesagt, antibakteriell, dadurch riecht es nicht. Und das Schöne ist halt durch das, dass man diesen, wenn man stark schwitzt, wird es dann doch sehr gut aufgenommen, auch wieder gut abgegeben. Also es trocknet auch viel, viel schneller wie jetzt so ein normales Baumwoll-T-Shirt zum Beispiel. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von so Merino-Wollgeschichten, gerade als Base Layer, das heißt bei Skitouren gehen, beim Wandern, was man halt alles so macht in den Bergen. Ich kann es nur empfehlen, ich habe das jetzt persönlich nicht getragen, aber ihr habt ja gehört, Jörn hat es an und ist durchweg begeistert. Genau. Es ist ein angenehmes Tragegefühl. Ich kenne es von anderen Produkten aus Merino. Und wer viel in den Bergen unterwegs ist, dem würde ich ans Herz legen, dass er doch sich was aus Merino-Wolle kauft, weil es funktioniert und einfach auch noch nachhaltig ist. Dem kann ich mich nur anschließen. Und die Norweger sind ja dafür bekannt, oder die Skandinavier, dass sie auch sehr gute Produkte aus Merino-Wolle herstellen können. Eins davon haben wir vor uns liegen. Genau.